Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank 2, Part 12. Ihr habt gesehen, ich musste diesem wieder mal nicht wahr, nicht ganz faul. Ich habe mal wieder ein ganz paar Arena-Herausforderungen gemacht. Mit ein bisschen Level und so weiter. Macht es keinen Spaß, wenn ich auf ewig hier hänge. Wie gesagt, das Spiel ist nicht ganz so leicht. Mann, wie fällt der Kerl denn aus? Danke. Mann, hält der viel aus, ey. Gut, wir müssen diesen Weg ja noch erledigen. Stimmt, ich hätte eigentlich wohl ach egal, machen wir jetzt einfach. Jetzt fällt mir gerade eigentlich, würde ich die später machen, den Weg, aber. Ich spanne jetzt, wir müssen nachher was kurz hingucken. Okay. Na, liegt doch mal. Ich mag es nicht so verfolgt zu werden. Ah, hier müssen wir wieder Dings einsetzen. Na, erstmal das Geld hier oben. Scharf. Okay, wo ist er da dran? Da, Traktorstrahl. Bewege dich beim Einsatz des Traktorstrahls seitwärts, um Objekte besser in Position zu bringen. Die Seitwärtsbewegung führst du aus, indem du die L2-Taste oder die R2-Taste beim Rennen gedrückt hältst. Ah, ich weiß. Das ist ja nichts Neues für mich. Ja, ist übrigens noch ein kleiner Geheimtrick. Ist nämlich nicht umsonst, dass das Teil klein ist, das hier hoch. Aber wo genau... Kamera? Kamera, danke. Aber wo genau man da hinstellen muss, das zeige ich euch dann später. Wenn wir alles haben, um an diese Stelle noch mal kommen. Okay, lass mal dich wieder rein. Das ganze Prozedere kennen wir ja noch von Magna Nebula. Okay, Fahrstuhl. Ja, das ist der Weg eigentlich. Boah, ziemlich weit. Ich hätte mir vielleicht mal die Zion kaufen sollen. Wäre vielleicht ganz schlau gewesen. Alle besiegt. Traktorstrahl. Renn damit. Und weg. Tschüss. So, etliches an Bord. Jetzt mal wieder das Einsammeln kann. Schon wieder scharf. Was auch immer die hier machen. Das wird sich erklären. Es gibt einen Grund, dass die alle hier sind. Den sage ich aber nicht. Da seid mal gespannt auf den Ende des Weges. Hier kommt jetzt, glaube ich, ein riesen Kampf. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die unendlich spawnen hier. Ich glaube ja, ich weiß es aber nicht genau. Deshalb würde ich sagen, mache ich da, fuck ich da nicht lange rum. Okay, was bin ich kaputt hier, weil die kommen auf jeden Fall nicht wieder. Nur die da hinten. Die tun es, glaube ich. Okay, Traktorstrahl. Mein Herr hier. Lass mich da durch. Na, jetzt. Oh. Lass da hinten, der nehme ich da hinten nehme ich mit. Jetzt gehen hier noch. Wieder da. Ist es da drauf? Danke. Lift ab. Kleines Rätselspielchen hier. Was aber, denke ich, wohl nicht ganz so schwierig sein dürfte. Ja. Ich kann natürlich helfen, so ist aber klar. Hier. Ist ja nicht schwierig. Zack. Da rein. Ich weiß nicht mehr, ob die Explosion mir schadet. Ich will es jetzt auch nicht ausprobieren. Auch relativ simpel eigentlich. Perfekt. Aber man muss, wie gesagt, wie wir gerade diese zum Ende aufpassen, aber das ist ein bisschen langsamer. Gerade wenn er vielleicht mit wenig Leben muss das nicht unbedingt passieren. Deswegen denn. Ja. Ich muss überlegen, wie würde das. Ach ja, genau. Da rein. Nee. Dort rein, damit wir jetzt den ganz großen hier dort reinschieben können. Der passt dieser schon mal. Der ist schon mal aus dem Weg. Dann nehmen wir uns den. Ein bisschen zur Seite schieben. Den rausholen. Ganz links rein. Auch schon passt das Rätsel.
Und rein damit. Was? Ich wollte sagen, wo sind hier noch, aber da. Das ist ein bisschen kompliziert, knifflig, weil man muss gucken, dass man. Na, genau, wie ich jetzt gerade nicht. Ja. Genau deswegen, dass man schnell drauf kommt. Aber leider macht er schnell mal einen Walljump. Oh. War nicht so schlimm. Oh Gott. Schon wieder so viele Gegner hier. Aber. Wahrscheinlich ist gemein. Weg. Weg. Oh. Das ist schon das Ende des Weges. Vielleicht wisst ihr auch warum. Genau. Jetzt wisst ihr, warum die ganze Schafe hier wandert. Habt ihr das da auch gerade gesehen? Die Beine da, die immer wieder umgekippt sind. Wollte man das ableveln? Das ist gar nicht mehr, ich glaube schon, ne? Ja. Kann man das sogar hochleveln? Mach ich aber nicht. Denn ich versuche eigentlich so danach zu gehen, die Waffen nur zu leveln, mit denen ich den Boss auch irgendwie wirklich beschädigen kann. Also die auch was bringen und der Schaffe hat das definitiv werden, die Waffen, die eigentlich nicht wirklich was bringen. Mag sein, dass die Viecher nicht schießen können oder so, aber sorry. Rückstreck bringt tut's mir nichts. Finde Mr. Fizzwidget. Ach ja. Richtig. Och Gott, der lange Weg. Ja, ich erinnere mich. Das wird jetzt sogar ziemlich schwierig. Da werde ich wahrscheinlich ein paar Mal sterben. Denn ihr müsst überlegen, wir haben immer noch die erste Rüstung. Auf Planet Dobo. Dort, wo wir denn oben gegen den Anführer Halsabschneider als Riesenklein gekämpft haben. Dieser Planet. Dort war der erste Rüstungshändler. Dort habe ich die Rüstung aber gar nicht gekauft. Wir hatten kein Geld dafür. Das heißt, wir sind immer noch mit der allerersten Rüstung unterwegs. Wo man hier schon die zweite haben könnte. Also ich würde sagen, ich spoiler mal so viel, es wird hier die dritte geben. Also ich bekomme deutlich ziemlich viel Schaden von dem Angriff. Ah, wir probieren es einfach. Das ist halt eine der schönen Sachen, muss ich sagen, aber ein Stück klingt. Solange du halt immer wieder Gegner besiegst, wird es teilweise halt immer wieder ein bisschen leichter durch Level Up, wie das jetzt hier. Und durch das deine Waffen stärker werden. Das finde ich halt ganz gut. Ich bin zwar eher ein Fan von Teil 1, aber ich habe absolut nichts gegen Waffenlevel-System. Es gehört ja auch irgendwo zu Ratchet Clank dazu. Und macht den da kaputt. Wie fällt der denn aus, ey? Wow, der gibt doch auch nicht Erfahrung. Diesmal gehen wir ja rechts lang. Ausweichen sollte man vielleicht auch, ne? Kann. Ich überlege, ob ich hier mit starker Waffe durchrennen soll. Okay, war noch ein paar Gegner. Wow. Der schoss weiter als ich dachte. Na komm. Jetzt gibt meine Waffen leider ab. Nice. Hochgelevelt. Supi. In dem Moment, wo ich noch nicht springen könnte. Oh. Ja, den Moment, wo ich noch nicht springen konnte, ist klar. Okay, so muss ich irgendwie durchkommen. Ich mach ganz ehrlich wieder die alte fiese Arschloch-Taktik und Loop-Taktik. Ich versuche durchzurennen. Zumindest bis zum ersten Waffen. Bis zum ersten Dings. Zum Rüstungshändler. Habt ihr übrigens gemerkt, wie die FPS eingesunken sind? Ich hab's deutlich gespürt. Ich muss sagen, es gibt bisher nur eine Stelle tatsächlich, wo ich gemerkt habe, nachträglich gemerkt habe, okay, selbst auf PlayStation 2 Version gab es da FPS-Probleme. Und das war die Wüste von Ratchet & Clank 3. Also wo man auch solche Teile sammeln muss. Mal da in der Spezialebene ist, merkt es tatsächlich auch immer wieder. Okay. Aber ansonsten habe ich bisher noch nichts gemerkt, aber dafür merke ich in diesem Spiel immer mal wieder FPS-Einbrüche. Weil er leicht nicht sein sollte. Okay. Da sind sogar noch Scharfschützen drin, um sie aufpassen.
Der kommt mal ganz gut durch, jetzt nachträglich. Oh Gott, ich freue mich gar nicht auf einen speziellen Boss-Bird. Ich glaube, bei diesem Mal war sogar relativ nah dran schon. Ich sag nur ganz großer Gegner. Leute, die das Spiel kennen werden, wissen, was ich meine. Nicht, dass der so riesig schwer ist, sondern einfach, es ist so langartig. Okay. Oh, nice geschossen. Genau im richtigen Moment. Okay. Nehmen die Bulls mit. Kann die immer hier brauchen. Gab's hier nicht noch Leben? Ich glaube schon, ne? Ja, den zum Beispiel. Oh, hier auch. Nimm jetzt hier mit. Ich komme sonst hier eh nicht mehr her. Hier noch die Munition hier mit. Munition kann nie schaden. Müssen wir nicht kaufen. Gab's hier nicht den kleinen? Glaub schon, oder? Hat. Irgendwo hat der andere Let's Player abgekürzt und kam zu der einen Gruppe, wo man eigentlich mit einer anderen Art hin muss. Ich weiß nicht mehr. Irgendein Lift hat ausgenutzt. Oh! Hier ist der Panzerungshändler. Panzerungshändler. Boah. Verhändler? Boah. Wir können uns beide Rüstung kaufen, na, ganz ehrlich. Wer kauft sich einfach direkt die teurere? Das heißt, wir haben jetzt eine Rüstung übersprungen. Okay. Im Wert kriegen wir deutlich weniger Schaden. 50.000. Ich kaufe diese auch mal, weil wir brauchen die für ein paar Bolts. Dass ich die dann bald mal nachholen kann. Nee, Quatsch. Erstmal Waffe wechseln. Und dann hier. Die Wege sind recht nervig. Und die Gegner fallen zu dem mit einem Treffer schnell mal runter. Wo es nicht passiert. Wäre aber ziemlich fies. Denn gerade da ist hier ein Überraschungseffekt gewährt, wird man schnell mal getroffen. Und seht dann, die machen viel weniger Schaden. Ich müsste ein bisschen mehr springen, merke ich gerade. Ich bin jedes Mal getroffen. Okay, das war auch knapp gerade. Wow! Eieieiei. Na, da unten will ich hin. Okay, ein bisschen das Getümmel hier. Es gibt schon FPS-Einbrüche. Wie zu erwarten. Oh, die geben auch viel Erfahrung, ja. Wahnsinn. Einiges am Boot, ey. Einiges. Schön alles mitnehmen. Wir haben schließlich gerade eine teure Rüstung gekauft. Gut, und weiter wächst. Ich weiß gar nicht, wie lang ist der Weg noch. Ich glaube noch. Ah, geht noch. Gab es nicht. Genau. Oh, wo gab es doch hier so einen komischen versteckten Bolt? Bolt. Und der war genau hier. Muss man erstmal drauf kommen. Das sieht man wahrscheinlich auch erst, wenn man ein paar Mal in den Level gestorben ist und sich halt mit umkommen, was Neues sehen will. Weil normalerweise siehst du den halt wirklich nicht. Na, fahr hoch. Okay, hier müssen wir am besten wieder. Okay, der ist weg. Schwung ab. Weg. Schnell schießen, solange noch mehr oder weniger auf dem Kopf stehen. Und sonst muss man komplett durch, weil dann nochmal so sterben sie mit einem Körper. Nice, direkt noch ein Level up. Fürs Leben. Und weiter hoch. Was brillant.
So, ich weiß nicht, was das an der Seite soll. Das soll wahrscheinlich sein, dass man so ein bisschen richtig ausweichen kann. Aber ganz ehrlich, wenn man sich da drauf begibt, kann man nicht mehr richtig zielen. Und das ist eigentlich nur so eine Zielscheibe. Die Idee ist hinter, aber naja, bringt nichts. Muss ich leider sagen. Okay, da passt. Weg mit dir. Ich muss ein bisschen aufpassen, ey. Und weg. Oh shit. Das überbringt ja nicht viel. Okay, ich guck mal so hin. Nice. Ach, hier links ist der Weg. Okay. So, mich schon. Ja, hier sind wir schon durch. Gut. So. Ein kleines Möller. Wir werden da oben nicht hinkommen zu dieser Vault. Wir werden nämlich vorher durch die Katzen unterbrochen, diese bringen uns weg. Das ist nämlich der Trick dahinter, der ist nämlich so leicht zu sehen, aber man kommt nicht ran. Ich werde euch nicht zeigen, wie ich den später nachhole, weil ihr wisst, wo er steht, ihr wisst, wie er hinkommt. Man muss halt bloß nochmal herrennen. Das ist halt der Haken an dem Bolt. Na gut, dann ab rein in die Katzen. Da ist der Roboter von Mr. Fizzwidget. Was zum? Das ist nicht Fizzwidget. Möchtet ihr ein Protopad gratis? Das Angebot gilt nur heute. Wo ist er? Stehen bleiben, ihr Spinner! Oh nein! Ihr zwei seid festgenommen. Wegen Mordversuchs an Mr. Fizzwidget. Aber das ist nicht... Spaß dir, Kumpel! Du machst keinem was vor. Du und dein Blechhaufen. Ihr macht jetzt einen Ausflug in unser neues Gefängnis. Passt auf! Das Halsabschneidergefängnis wünscht einen angenehmen Aufenthalt. Nach einem ersten Poolbesuch werden alle neuen Insassen einen galaktischen Ernährungsexperten kennenlernen. Der Experte wird dafür sorgen, dass sie für die Dauer ihres Aufenthalts artgerecht essen. Und schauen Sie doch auch in unserem Fitnessbereich vorbei. Denn gut in Form vergeht eine Gefängnisstrafe mindestens doppelt so schnell. Und wenn Sie mal richtig deprimiert sein sollten, sprechen Sie einfach mit unseren persönlichen Lebensberatern. Dann werden auch Sie wieder lachen. Pure Sicherheit. Genießen Sie das Halsabschneidergefängnis. Wie fandet ihr das? War gar nicht mal so schlecht. Ich nehme an, es gibt hier vegetarisches Essen? Na klar. Veganisch oder... Warte mal. Du, bring sie weg. Und nimm auch ihr Schiff, klar? Tja. Verhaftet wegen Mordversuch an einem Roboter. Yay. Zumindest der erste Planet. Kennt man noch. Hey. Entschuldigung. Ich habe unsere Umgebung gründlich analysiert und fürchte, es gibt absolut keine Fluchtmöglichkeit. Außer der da. Da ist wohl jemand verliebt. Ich bin gleich zurück. Lass dich unterwegs nur nicht aufhalten. Habt ihr an der Katze gerade den Grafikbug gesehen? Genau die Stelle, das Teil, was rausploppt an der Wand, war komplett weiß und das total sichtbar. Schade. 18 Minuten. Ich würde sagen, dieser Teil ist hiermit vorbei. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Hoffentlich doch. Bis dahin und ciao.